Mein Name ist Clara Guttreu, ich bin Geschäftsführerin des Euro-Mediterranen Arabischen Ländervereins EMA mit Sitz in Hamburg. Heute sind wir im Anglo-German Club mit einem Salon Diplomatique Algerien vertreten, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, die deutsch-algerischen Wirtschaftsbeziehungen zu stärken und auszubauen. Dies ist auch das generelle Ziel der EMA, die wirtschaftliche Kooperation zwischen Deutschland, Nordafrika und dem Nahen Osten durch Veranstaltungen, Projekte und Publikationen, kurz Netzwerkarbeit, voranbringt. Und Algerien ist hier ein sehr, sehr wichtiges Partnerland für uns. Wir haben schon im vergangenen Jahr mit der Handelskammer Hamburg einen großen Wirtschaftstag Algerien ins Leben gerufen, mit einer sehr, sehr hohen Beteiligung auch aus Algerien und Deutschland. Und hieraus konnten schon die ersten Projekte ins Rollen gebracht werden. Mit dem heutigen Salon Diplomatique unter Beteiligung des EMA-Präsidenten Christian Wulff und auch seiner Exzellenz des Botschafters haben wir es geschafft, einen neuen Meilenstein zu setzen, und zwar Informationen über das Land zu Wirtschaft, Kultur und Politik bereitzustellen, um im November eine Delegationsreise in das Land selber in 3 Städte zu organisieren, dass man sich die Begebenheiten vor Ort anschauen kann und Algerien hautnah erleben kann. Wir hoffen natürlich, dass daraus sehr viele Partnerschaften und Projekte auch weiter bestehen können.